Jeder, der mit Minecraft zu tun hat, dem ist YouTuber-Insel wahrscheinlich auch ein Begriff. Und um heute zu zeigen, warum ich, Kiro, unbedingt dabei sein muss, ja zum Inventar dazugehöre, das zeige ich euch. Denn zum Beispiel hier, das habe nicht ich gebaut, denn ich kann gar nicht so gut bauen. Aber jetzt passt mal auf. Ich bin nämlich tatsächlich in der Lage, solch komplexe Konstrukte oder sowas zu bauen. Oder mein absoluter Favorite ist hier diese Szene gemacht zu haben. Und der absolute Knüller ist hier diese komplette Mega-Base. Wir haben sogar hier ein Sprungbrett. Ui! Das sind auf jeden Fall schon sehr krasse Qualitäten gewesen. Machen wir aber weiter. Wie man schon unschwer erkennen kann, weiß ich, wie man einen Greenscreen benutzt. Und jetzt haben wir einen Greenscreen im Greenscreen. Greenception. Und damit auch jeder weiß, wie gewieft ich mit Redstone bin, schaut euch das hier einmal an. Wer würde das denn hinbekommen? Also jetzt mal ehrlich. Das alles habe ich natürlich gebaut, aber ich bin ein super Schauspieler. Pass auf. Wir tun jetzt so, als hätte ich dieses Haus zuvor noch nie gesehen. Oh, wow. Was ist das denn für ein Haus? Benne war hier. Alles klar. Ich trete mal ein. Wow. Diese Inneneinrichtung hat mich sehr überzeugt. Ich glaube, das ist eine 8 von 10. Ein Aquarium im Haus, das an einer Höhle geknüpft hat. Wer war denn so intelligent, um sowas zu machen? Oh, wie cool. Amethysten. Das hat jetzt auch direkt gezeigt, wie viel Humor ich besitze, ja. Für die Zuschauer kommentiert auf jeden Fall mal kurz, was ich hier bauen soll. Ich weiß nämlich nicht ganz. Aber es sieht schon cool aus, wenn man hier reinkommt. Hier ist nämlich so eine Rüstungsallee. War es eigentlich mal, weil irgendwie ist alles weg. Bevor ich die Frage natürlich nicht beantworten kann, müssen wir noch wissen, wie ich im PvP funktioniere. Und während wir da warten, habe ich auf jeden Fall für später noch ein Ass im Ärmel, ja. Bleibt auf jeden Fall dran. Also bin ich jetzt hier auf Gomme HD und hier sind irgendwie Leinen. Kann die aber auch nicht aufsammeln. Hey, wer ist das denn? Ach, das bin ich. Also gehen wir in Duels rein. Und ich brauche die Version 1.20 oder höher. So, jetzt aber hier. Okay, wir sind drin. Game 1 gegen 1. Wir gehen in Only Sword rein, dass wir nur Schwertkampf machen. Oh, es geht los. 3, 2, 1 und los. Da hinten ist mein Gegner. Jetzt seid ihr gleich richtig hart gespannt. Er bewegt sich gar nicht. Oh ja, er hittet. Oh, er hittet mich gut. Na, dem werde ich es zeigen. Pass auf. Zack. Oh nein. es laggt wirklich, es laggt. Er hackt. Jetzt habe ich ihn gleich. Cut. Ich will ihn da hinten jetzt einfach mal herausfordern. Bleib stehen. Er hat angenommen. Okay, und los. Den habe ich richtig im Griff. Oh, komm schon, ich habe ihn fast. Was? Wie denn? Mann! Okay, ich bin aber auch ein bisschen taktischer. Also, Bad Wars liegt mir da schon eher. Das heißt, wir sammeln hier mal das ganze Kupfer und kaufen uns erstmal Blöcke. Zack, farbiger Ton. Und jetzt habe ich aus Versehen Steinschwert gekauft. Das passt aber auch. Und ich baue mich direkt rüber. Guckt euch an, wie der Profi das macht. Und wir haben hier erstes Gold. Ich glaube, niemand anders ist hier auf der Insel. Das heißt, ich laufe einmal hier links herum, dass ich jedes Gold einmal einsammeln kann. Und ich habe absolut keine Ahnung, was ich mir jetzt mit dem ersten Gold holen kann. Ich häng fest. Wir kaufen nochmal mehr Blöcke und gehen dann direkt mal rüber. Mal schauen, ob wir irgendwo eine Fetzerei finden. Ich würde tatsächlich jetzt Team Gelb infiltrieren. Bauen uns da ganz sneaky rüber. Guckt euch das an. Ich bin vorsichtig. Die haben schon, die wissen schon, was ich hier vorhab. Und es hat gelaggt. Oh nein, Team Gelb wurde jetzt abgebaut. Hey, das war meine Mission. Team Rot gekillt. So, da drüben war noch der andere von Team Rot. Bau mich da mal hoch. Er merkt gar nicht, dass ich komme. Und tschüss! Das heißt, ich gehe jetzt rüber zu Team Rot. Die werden mich auch überhaupt hier gar nicht bemerken. Ja, ja, ja. Nein, die haben mich. Er baut sich weiter hoch. Ich glaube, das ist sogar ein Bedrock-Spieler. Ein HP habe ich noch. Ich renne weg. Oh, ich bin gestorben. Oh, er rennt durch. Was tut er denn? Oh! Mein Bait hat mich gerade weggesprengt. Nachdem ich euch bewiesen habe, wie stark ich PvP kann für die YouTuber-Insel, ist es jetzt Zeit für das Ass in meinem Ärmel. Denn ich habe diese Katze hier. Chippi, chippi, chappa, chappa, dubi, dubi. Denn ich kenne jemanden, der 100.000 yeah. Abonnenten... Was hast du? Yeah. Warum ist dann A auf dein Shirt? Weil ich das Ass im Ärmel bin. Ja! Du hast mich gerade low-key off-guard gerade damit gecatcht. Ich weiß, es sieht ein bisschen aus wie Among Us auf meinem Bauch. Ich hab mein Bestes gegeben. Okay, ja. Die Pixel sind ziemlich groß. Genauso wie die Abonnentenzahl der Mitglieder der YouTuber-Insel. Und deswegen müssen wir da rein, weil wir große YouTuber sind. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Das Beste an uns, guck mal, der Hans-Link sagt's dir jetzt mal. Wir sind keine Bedrock-Spieler. Yeah, wir haben Java. Guckt, wie sich unsere Hand bewegt. Diese 10k steht zum Beispiel, ich habe vergessen wofür. Hanik ist nicht nur mein Ass im Ärmel, sondern er kann alles noch viel schlechter als ich. Und um das zu beweisen, gehen wir einmal auf die Knockback-Arena. Oh nein. Annika, bist du bereit? Ich bin bereit. Ja, wir gehen los. Und ich hüpfe hier gerade mal hoch. Jump'n'Run. Und dann mache ich 360 und... Oh, oh. Nein! Nein! Junge, habe ich dich auseinandergenommen, Bro. Drei Leben, eins gegen eins. Drei... Nächstes 1 gegen 1. Fuck.
Was? Jetzt gib dir mal ein bisschen mehr Mühe. Ich habe nur noch ein Leben. Was bedeutet, wenn ich Harnik besiege, dann muss ich die Einladung bekommen zu YouTuber-Insel. Aber kann ich dann auch mit auf die YouTuber-Insel oder nur du? Ich nehme dich mit. Oh. Ja! Warte mal, aber wenn ich jetzt gewinne, dann nicht? Ach, egal. Was ist das für ein Schwachsinn? Ich bang dich jetzt gegen die Lava. Warte mal, Wenn ich gewinne, dann kriegen wir beide eine Einladung. Okay, ich hab total was vergessen. Warte mal kurz. Jetzt ist die epische Stimmung da. Es regnet. Epische Stimmung. Es regnet. Wenn ich jetzt verliere, dann lasse ich dich nur gewinnen, damit Runner wird. Bist du bereit für das absolute krasseste Battle, was du jemals erlebt hast? Nein. Wenn ihr bereit seid, Leute, dann lasst jetzt ein Like da. Wo ist mein Abo? Er weiß nicht, dass ich im Wasser bin. Jetzt weiß das vielleicht. Oh, den Lamborghini von iCrimex! Rigolo! Nein! Ah! Ja, okay, ich habe jetzt offiziell verloren. Das heißt, wir bekommen eine Einladung. Wir bekommen eine Einladung zur YouTuber-Insel. Ihr müsst jetzt als Community ganz, ganz stark sein und tapfer und uns natürlich da reinbringen. iCrimex, kann ich in deinem Lamborghini fahren, falls du einen hast?